Vom 9. bis 14. September finden die Kompaktprojekte an der Universität Liechtenstein statt. Kompaktwoche ist eine Woche von 15 Workshops, wo für alle Architekturstudenten ist, plus Beginner von der Wirtschaftsstudenten. Und in einem Kompaktprojekt geht es wirklich, wir nennen das immer der kreative Ausnahmezustand. Das heißt, wir haben heuer das Oberthema All Mind, Together. Es ist zum 50-Jährigen von unserem Architekturinstitut, also von dem Vorgängerinstitut, wo zum heutigen geführt haben. Und wir haben da ganz unterschiedliche Sachen, die wir machen, von Landart bis zum Brot, Thema Brot in allen Variationen, bis zu Hüt selber zu generieren oder ausgehend von einem Lanzerhut, der so verfremdet, also was völlig anders wird, bis zu Cyanotypie, was ein spezielles fotografisches Verfahren ist, wo sehr vielfältig eigentlich zum Anwenden ist, für Architekten insbesondere. Dann haben wir diesmal erstmals das so thematisiert, wie man eigentlich Dokumentation macht. Das, was Sebastian Frommelt lehrt oder vermittelt, ist der Making of the Making of. Das ist interessant. Wir haben mit dem Bas Böttcher ein spezielles Thema, der Literatur eine Bühne. Dann haben wir ein zweites literarisches Thema, was wir heute schon gehört haben, im Cinema Paradiso mit Peter Weber und Anton Bruhin, Textrhythmus. Das sind eigentlich alles so Themen, die eigentlich über den Tellerrand rausführen, etwas, wo einen völlig anderen Aspekt bringen in eine Architektur- oder Ökonomieschule. Am Samstag, am 14. am Nachmittag vom 1 bis 6 gibt es verschiedene Darbietungen. Also wir haben eine Gruppe Tanz. Jacqueline Beck hat einen Tanzstück vorbereitet oder inszeniert, eine eigene Choreografie für das gemacht. Es fängt mit dem an, dann haben wir haben zwei Leute, zwei Künstler von Verscho, von der Schule Dimitri. Die haben Darbietung, Thema Clownerie. Das andere eher darstellerisch, der Chor und das Individuum mit dem Joe Fenner. Mit der Schule Dimitri haben wir schon, da wir schon das zweite Mal kooperieren. Dort kann natürlich grossartige Profis wo, auf ihrem Gebiet. Und man kann sagen, dort springt der Funken einfach über. Ja. Am Samstag möchten wir einfach wirklich mal den Querschnitt zeigen, was in dieser Woche passiert ist, in Form von Ausstellungen, von Vernissagen, von Darbietungen. Zum Teil wird da wieder rezitiert, es wird tanzt. Das spiegelt eigentlich die ganze Vielfalt von dieser Woche dann wieder. Ich wurde über die Schule angefragt, hier einen Workshop zu halten, und ich habe das Thema Chor und Individuum gewählt. Worum geht es dabei? Im Theater ist es sehr wichtig, dass wir den Fokus behalten auf dem Geschehen. Es ist nicht wie im Film, wo die Kamera das Wichtige einfängt und auch zoomen kann auf das wichtige Geschehen, sondern auf der Bühne, wo ich die ganze Bühne immer als Ausschnitt vor mir habe, muss ich sehr gut die Aufmerksamkeit lenken. Teamwork wird dabei geschult. Ich meine, die müssen sich erstens mal zusammenraufen als Gruppe. Sie kennen sich teilweise nicht. Die haben auch keine Erfahrung mit Theater, weder mit Theater noch mit Improvisation. Ich muss sie also irgendwie an das Thema heranführen. Das geschieht auch viel mit körperlichem Training, mit körperlichen Übungen. Und irgendwann stelle ich dann die Aufgabe, dass sie einen Raum, einen Ort definieren müssen, an dem etwas Bestimmtes stattfindet, ein Ereignis. Das kann sehr einfach sein, es kann ein Unfall sein. Wie verhält man sich? Wie verhält sich das Individuum in dieser Situation? Wie reagiert die Gruppe? Gibt es gemeinsame Bewegungen? Gibt es Bewegungen, die von Einzelnen angeführt werden? Gibt es oder ist das alles individuelles Handeln? Ich habe diese Woche da eine Sonnenuhr gemacht da in dem Garten und auch mit anderen Leuten in der Wiese gearbeitet, um sehr interessante grüne Strukturen sozusagen zu machen. Dafür haben wir einen sehr interessanten Theodolit, elektronischen Theodolit gebraucht, um eine sehr gute Präzision zu erreichen. Das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte nicht erwartet, dass die Leute so eine Begeisterung zeigen würden, wirklich im Ernst. Das war toll. Und jetzt haben sie eine Mannschaft gemacht. In ein paar Tagen haben die Leute eine Mannschaft gemacht. Normalerweise hätte es locker 6 Monate gedauert. Ich bin begeistert persönlich, wirklich. Das ist sehr gut geworden, sehr gut.